da ich nicht weiß, wie sehr Sie vertraut sind mit dem Red Dot Design Award, wollte ich vielleicht das eine oder andere ein paar Informationen vorab dazu geben. Warum macht man solche Awards? Dieser Herr, Wilhelm Basata, hat mal gesagt, es gibt keine Qualität ohne vergleichende Anschauung. Das heißt, Design Awards, Sie wissen, Design ist eine eher subjektive Angelegenheit, die sich nicht objektiv messen lässt. Aber man kommt natürlich trotzdem zu objektivierbaren Aussagen, wenn man Dinge miteinander vergleicht. Und das passiert also beispielsweise im Red Dot Design Award. Wir haben momentan Hersteller und Designer aus rund 70 Ländern weltweit, die an diesem Award teilnehmen. Und damit ist dieser Award von der repräsentativen Seite sicherlich einer der führenden in der Welt. Es gibt etwas beim Red Dot Design Award, um das man sich nicht bewerben kann. Also das, und das ist die Auszeichnung mit dem Titel Design Team of the Year. Was wir machen, ist, wir beobachten mit unseren Juroren, aber auch mit unserem eigenen Team, Unternehmen oder Designteams über Jahre. Und wenn wir der Meinung sind, dass ein Designteam etwas Besonderes erreicht hat oder sich vielleicht auch gegen Erwartungshaltung in eine besonders positive Richtung entwickelt hat oder eben einfach überdurchschnittliche Leistung über Jahre bringt, dann wird dieses Team dann von uns ausgezeichnet als Designteam des Jahres. Sie sehen hier eine Aufstellung der Preisträger aus den letzten Jahren. Wie gesagt, man kann sich darum nicht bewerben. In diesem Jahr, Sie können das schon ahnen, am 4. Juli 2011 gibt es wieder die Preisverleihung im Alto Theater in Essen, wo Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind. Und in diesem Jahr wird es dann die Preisverleihung oder hier wird dieser Radius, eine sehr bombastische Skulptur, die sehr schwer ist, von Hilti weitergereicht an Grohe. Dieser Radius ist wie eine Art Wanderpokal, das kriegt man aus dem Fußball, den kann man nicht behalten, sondern darf man für ein Jahr im Unternehmen dann behalten und bekommt dafür aber dann eine Gravur in diesen Pokal hinein. Hier wird das alles im eigenen Haus gemacht und das haben wir sehr, als sehr löblich gesehen, dass man hier im Unternehmen eine alte Tradition des Unternehmens auch fortführt, weil Grohe hat ja immer ein sehr starkes Inhouse-Design gehabt, aber man hat nicht solche Produkte gemacht wie dieses. Das ist ein, also für mich war es damals eine außergewöhnliche Entwicklung im Badbereich, fängt bei der Farbe an und hört bei der Form auf, also sensationell meiner Meinung nach und wurde auch von den Juroren so gesehen. Das ging dann 2009 weiter und Sie müssen, ich hatte Ihnen ja gesagt, wie schwer es ist, diese Auszeichnung Best of the Best zu bekommen. Und auch diese Armatur ist auch vom Ansatz her, vom Denken her, glaube ich, findet hier eine Revolution im Badbereich statt, die uns dann bestätigt hat, dass ich glaube, in diesem Jahr Grohe ein würdiger Preisträger ist für das Designteam of the Year. Bleibt mir nichts anderes, als Ihnen ganz herzlich zu gratulieren, herzlichen Glückwunsch zu sagen. Ich habe heute zwar nicht den Radius mitgebracht, der ist noch bei Hilti, den bekommen Sie am 4. Juli, genau in 4 Wochen heute, aber ich habe schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, Ihre Urkunde, die habe ich Ihnen heute schon mal mitgebracht. Die möchte ich Ihnen jetzt hier gerne überreichen. Okay. Sorry, as many of you know, I've spoken to in the past, I'm quite good at design, but I'm terrible at languages. So meine Deutsch ist eine Katastrophe. So today I will just say a short few words in English. This is really special to us because over the last 5 years, you know, we worked very hard as a design team to design great products, and we've won, I think, in the last 5 years, the Red Dot Best of the Best, I think, 4 times. And that's for product, so we're very proud of that. But why this is so good is this is about people. And we have a great team, a great design team, and this is about people coming together with consistency, constantly delivering products which are recognized from the outside. So thank you very much.
And just one short word, I mean, for David, really, say thank you. I mean, often as the CEO, you don't get many people saying thank you. So I'll take this opportunity just to say thank you. In my team, I report directly to David, which is quite unusual, let's say. And it gives me the freedom of my team to really explore what the brand can be, not just what the brand was or is, but what the brand could be. And thanks very much, David, for giving us that freedom to achieve something like this. So, thank you.